Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Resident Evil, das Remake in der Remaster HD Version. Ja, ich habe ja das letzte Mal... Was? Nein, da war keine Fails drin. Ich weiß gar nicht, wie ihr auf sowas Komisches kommt. Da waren keine Fails, das waren kleine Anlaufschwierigkeiten. Oder wie man das so nennt. Auf jeden Fall sind wir jetzt schlauer, beziehungsweise wir tun so, als wären wir schlauer. Ah, der kriegt uns nicht. Oh, wir sind echt schlauer. Oh, wir sind so cool. Jetzt habe ich gerade mein Gamepad gegen den Tisch gehauen. Ich hoffe, das hat man nicht so gehört. Ich hoffe, hier ist kein Hunter. Und wir wurden belohnt, weil wir es gehofft haben. Darin ist ein leerer Platz für eine Zylinderröhre. Anscheinend fehlt etwas. Yeah, und das haben wir in unserem Inventar. So. Jetzt müsste der Aufzug funktionieren. Eine Reihe blinkender Knöpfe. Einen davon drücken. Ja klar. Welchen Knopf drücken? Komm, drei. Welchen Knopf drücken? Zwei. Welchen Knopf drücken? Eins. Welchen Knopf drücken? Vier. Es passiert nichts. Sie haben Folgendes. Und wieso leuchtet das dann alles grün? Das ist ja jetzt ein reines Ratespiel. Was soll ich denn da zuerst drücken? Hä? Okay, Leute, jetzt wird's lustig, weil wir raten müssen. Ich kann das ja nochmal prüfen. Ach, guck mal, an den Seiten sind ja Symbole. 1, 3, 2 und 4. Okay, 4, 2, 3, 1. Alles klar. Kriegen wir hin. Entweder 4, 2, 3, 1 oder die andere Reihenfolge. So. 4. 2. Ja, ja. 3. 1. Anscheinend ist die Stromversorgung wiederhergestellt. Jawohl! Ein Aufzug! Sehr schön. Und da ich nicht weiß, was uns erwartet, habe ich jetzt einfach einmal Erste Hilfe und unseren Granatwerfer eingepackt. Hier ist der Aufzugsschalter. Drücken, natürlich. Barry? Barry! You too, Jill. Na Gott sei Dank. A noise I heard brought me down here, but I didn't expect to find a place like this. Aber sie hat doch den Schalter schon gedrückt. Have any idea as to what might be at the bottom? There's only one way to find out. Pardon? Und wir haben Barry bei uns. Oh, ich fühle mich gleich viel, viel sicherer. Und ich denke gerade mit Schrecken daran, dass ich nicht wirklich gespeichert habe. Oh, fuck. Jetzt kommt das, was ich hinter der anderen Tür vermutet hatte. What the hell is that sound? It could be a person. Jill, go check it out. We had enough surprises for one day. I'll stay here and secure our escape route in case something happens. Okay. Wieso soll Jill jetzt nachgucken? Das finde ich reichlich unfair. Aber in dem Gang ist nichts weiter, deswegen tun wir das einfach, was er sagt. Barry ist ja unser Partner und Barry ist ja ein netter Kerl, deswegen machen wir das. Er hat uns gerettet mit dem Flammenwerfer vor diesem komischen Vieh. Aber ich habe trotzdem Angst. Okay, in dem Gang befindet sich... What the fuck? Ah! Nö! 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 Nö, wisst ihr? Nö! Ja, Hebel! Mach! Ich verstehe zwar nicht, was das bedeutet, aber mach! Oh, Kräuter, danke schön, danke schön, danke schön. Rotes Kraut, ja bitte. Und grünes Kraut, ja bitte. Und ich bin schon rot, wollen die mich verarschen? Weil die Olle mich einmal erwischt hat? Komm, Erste Hilfe Spray. Ja, ein medizinisches Spray zur vollständigen Wundenheilung. Wie im richtigen Leben, das habe ich ja schon mal erwähnt, da sprüht man sich ja auch, wenn man was hat, einfach irgendwie ein Spray ins Gesicht und dann ist das alles wieder gut.
So, wir kombinieren allerdings erstmal unsere wunderschönen Kräuter. Und hoffen, dass die blöde Potsau hier nicht von der Seite kommt, denn ich habe Angst. Hä, wieso? Nein, 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 nope, nope, nö. Nö, wisst ihr, nö. Ich habe keine Ahnung, was die will. Wer ist das? Ja, wir legen den Hebel einfach um und ich weiß nicht, wo wir hin... Ach so, wir müssen in diese Tür rein. Okay, wir können da durch. Wow. Okay. Ich frag lieber nicht. Okay, ist irgendwas für uns? Das war erneut die reizende Dame aus dem Herrenhaus, für alle, die sich erinnern möchten. Und für alle, die sich nicht erinnern möchten, sie war's. So, was haben wir denn hier? Nochmal Pistolenmunition, Magnum-Munition und eine Elektroschock-Batterie. Wenn ich das richtig sehe. Ja, Batterie-Pack. Scheiße. Okay, das verheißt nichts Gutes. Haben wir jetzt den Gang untersucht? Ja, haben wir leider. Ich möchte nicht. Ich möchte das nicht. Okay. Laut meinem Verständnis ist das jetzt doch an den Punkt gelangt, an den ich eigentlich nicht kommen wollte. Noch nicht zumindest. Jetzt gucke ich aber gerade. Moment. Ein Gerät zum Transport von Materialien. Starten. Ja, klar. Zum Glück wackelt das Ding nicht. Ich vermute mal fast, wir müssen die Kiste da hinschieben. Also wir müssen die Kiste da raufschieben und dann... Ja, anders macht das für mich jetzt keinen Sinn. Beziehungsweise erst einmal versuchen wir durchzugehen. Ganz toll. Nö. Okay, dann probieren wir mal die Kiste drauf zu schieben. Nein. Ach, immer diese Jill. Entschuldigung. Wir schieben die Kiste drauf. Schieben die Kiste drauf. So, ich hoffe, das ist jetzt nicht zu viel und nicht zu wenig. Auf jeden Fall könnten wir als Dritte auf diesem Trip noch etwas tun, aber wir müssen es ja von hier starten. Das heißt... Nee, falsche Taste. Wir haben das ja jetzt weggeschickt. Aber wo kommt denn das hin? Da bin ich etwas überfragt, wo das dann letztendlich landet. Diese Kiste. Boah, nee. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Nö. Nö, wisst ihr? Nö. Keiner mag dich? Nö. Nee, die kommt von der Seite, das höre ich doch. Und gleich erscheint sie da, aber das können wir jetzt gerade nicht gucken aufgrund des Kamerawinkels. Nö, ich gehe zurück zu Barry. Ja, ab zu Barry. Barry ist unser Freund. Shimona. Barry. Was? Barry? Ist das jetzt echt dein Ernst? Barry? Hallo? Ein Haufen Sandsäcke. Na, besser als ein Haufen Säcke voller Sand.
Ach, guck mal, hier ist eine Kiste noch für uns. Yay. Und da können wir gleich die Muni wegschaffen und die Muni auch noch wegschaffen. 105 Schuss. Alter, wir sind so cool. So. Was geht denn hier runter? Beziehungsweise, wohin geht es denn hier runter? Da ist unsere Kiste. Jawohl. Ich schaue mich erstmal kurz um. Ein Mischredder, da ist ein Schalter drücken. Okay. Ich vermute fast, wir müssen die Kiste in den Mischredder schieben. Gut, dann machen wir das doch mal. Schieben, 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 schieben. So, das reicht erstmal. Komm, Jill, gib alles. Ach so, da hakt's schon, okay. Na, nein. So, wir kippen die, wir schieben die Kiste in den Müllschredder und dann kriegen wir hoffentlich eine supergeile Ultrawaffe, die wir für immer benutzen. So, na dann mach mal Müllschredder, ne? Gib uns ein geiles Item aus der Kiste raus. Und jetzt? Defekter Flammenwerfer. Ach so, das ist ein defekter Flammenwerfer. Ach so. Ah, jetzt verstehe ich so langsam das Prinzip. Alles klar. Wir haben ja in dem Gang, wo diese komische Person mit den Fesseln war, die nicht so richtig aussah wie ein Mensch. Kann ich vielleicht die Karte nochmal abrufen? Da haben wir ja oben eine Tür, die nicht auf ist. Und daneben war diese Flammenwerferposition. Und genau da laufen wir jetzt hin. Und dort platzieren wir den falschen Flammenwerfer. Das ist wie so ein bisschen mit der falschen Schrotflinte. Ich schaue vorher nochmal auf den Kalender. So, die nächste links, ne? Wow! Nee. Erstmal müssen wir ja... Kommt die hier? Komm hier lang. Ja? Jawohl. Ich höre dich, das ist gut. Und ich sehe dich auch. So, das fühlt sich alles total geil an. So. Fuck. Hä, wo muss ich hier lang? Jetzt mal ganz ehrlich. Ich sehe nicht durch. Ah, shit. Ach so, ich muss da weiterlaufen. Moment mal. Da ist die Tür. Okay, und ich komme von da runter. Ach so. Oh, nee. Tschüssi. Ich weiß, dass es nichts bringt, auf sie zu schießen. Oder auf ihn. Ich glaube, ich verlaufe mich gerade. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ach, ich bin wieder am Anfang. Na, ist ja geil. So, pass auf. Jetzt kriegen wir es hin. Okay, wir kriegen es hin. Na komm. Ja, komm. Na komm. So, ich laufe hier auch lang, ganz entspannt, damit du folgen kannst. Genau. Komm, genau. Wir verstehen uns doch. Mensch, du bist eine Liebe. Du bist eine ganz feine. Und genau hier muss ich jetzt den Schalter umlegen. So, und jetzt nochmal. Ich muss nochmal auf die Karte gucken. Es tut mir leid. So, Karte gucken. Jo, ne? Ja, lern mal zielen, ne?
Beziehungsweise wir warten mal, bis sie hier kommt, damit ich dann auf der anderen Seite lang gehen kann. Genau, jetzt ist der Hebel nämlich wieder umgelegt. Und da ist sie. Wieso sage ich eigentlich mit einer unglaublichen Gewissheit sie? Geradeaus, komm. Da legen wir den falschen Granatenwerfer rein und dann gehen wir da durch und dann ist alles gut. Wir haben es geschafft. Jawohl. Piu. Gut, alles klar. Haben wir geschafft. Ist hier was? Ja, hier ist was. Oh mein Gott. Oh Gott. Der Schreibtisch liegt voller alter Puppen und Kerzen. Das Feuer ist erloschen, aber hier war vor kurzem jemand. Eine riesige Sammlung aller Arten von Puppen. Sie sind alle verblasst und abgenutzt. Oh, Puppen ist immer creepy. Bah, nee. Nee, nee, nö. Nö, ne? Nö. Oh, Schlangen! Igitt! Achso, das gehört zusammen, weil ich wollte gerade sagen, sobald ich hier was finde, eine Menge Fotos von einem jungen Mädchen im Laufe ihrer Kindheit. Was liegt da? Dieses Bett ist noch warm. Was? Da ist eine Kiste. Schmuckkasten. Ja. Immer noch rot. Das heißt, wir finden hier noch was. Das sieht aus wie ein Familienfoto. Mutter und Tochter scheinen sich gut zu verstehen. Hm, das hatten wir schon. Na, das haben wir schon. Mit dem Schmuckkasten beschäftigen wir uns gleich. Ich muss bloß erstmal gucken, ob wir hier irgendwas übersehen haben. Beziehungsweise zählt der Bereich dann als doppelt, wenn das... Naja, ist ja auch egal. So, Schmuckkasten. Machen wir mal auf. Ah, ein Steinring. Ein Familienfoto und Notizen. Ach Mensch. Auf der Rückseite steht etwas geschrieben. Progenitor-Virus verabreicht. 10. November 67. Jessica, Virus Typ A. Plasmolyse des Gewebes nach Zellenaktivierung. Virusfusion negativ. Aktion eliminiert. Lisa, Virus Typ B. Plasmolyse des Gewebes nach Zellenaktivierung. Virusfusion positiv, aber verzögert. Körperliche Veränderungen. Konstante Ergebnisse beobachtet. Status Schutzbeobachtung dauert an. George, Aktion terminiert 30. November 67. Jemand hat ein Tagebuch hinterlassen. 14. November 67. Seit der Spritze ist mir schwindelig. Mami ist verschwunden. Was haben die mit ihr gemacht? Sie hat mir versprochen, dass wir zusammen flüchten. Ist sie ohne mich entkommen? Hat sie mich verlassen? 15. November 67. Ich habe Mami gefunden. Wir haben zusammen gegessen. Ich war sehr glücklich. Aber sie war eine Fälschung, nicht meine echte Mami. Dasselbe Gesicht, aber anders innen. Muss Mami finden. Muss Mami Gesicht wiedergeben. Ich habe Mamis Gesicht zurückgeholt. Niemand bekommt meine Mami außer mir. Ich setze ihr Gesicht auf, damit sie nicht weggehen kann. Mami traurig, wenn ich sie ohne ihr Gesicht finde. 17. November 197. Aus Kasten strömt Duft von Mami. Echte Mami in Kasten? Kastensteinhart, tut weh. Stahlseil im Weg. Kann Mami nicht sehen, weil vier Steine. Creepy. Okay. Ja, die Schlangen sind noch da, sonst würde ich ja nochmal zurückgehen und gucken. Aber was soll's, wir gehen mal hoch. Schauen uns mal um. Ach, guck mal, hier sind noch Kräuter. Jawohl. Blaues Kraut, nehmen wir. Oder ein grünes Kraut, nehmen wir auch. Jawohl. Eine Reihe verwitterter alter Fässer, die anscheinend Wasser enthalten. Und jetzt ist der Gang auch grün, das heißt, wir haben da nichts mehr zu erkunden. Alles klar, na dann mal los. Husch. Hoch, 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 hoch. Sind wir jetzt etwa in der alten Hütte? Oh nee, bitte nicht.
Nein, wir sind da nicht wirklich. Oh Gott. Okay, pass auf. Wir nehmen uns auf jeden Fall das Symbol mit. So. Und dann nehmen wir uns noch etwas anderes gleich mit. Nämlich ein Farbband, denn wir speichern hier ab. So. Meine Schreibmaschine. Ja, ja, wollen wir speichern. Genau. So. Nein, das will ich nicht überschreiben. So. Nehmen wir Hütte, Hütte. Passt doch gut. Und dann speichere ich ab. Und dann beende ich den Part. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.